diesem Beispiel bearbeiten wir den Mitschnitt einer Tagung. Das Übertragungssystem war aber nicht optimal justiert, daher sind Feedback und andere Nebengeräusche hörbar und wir helfen uns mit RX2. In fact, I hope you're thriving. You know? But you know. Das Rückkoppeln ist deutlich hörbar und auch in der Spektrumdarstellung eindeutig erkennbar. Um die Arbeit etwas zu erleichtern und Details besser erfassen zu können, vergrößern wir den Ausschnitt mittels der Zoom-Funktion und selektieren mit diesem Werkzeug einen bestimmten Bereich. Ich wähle natürlich bewusst den Bereich des Mitschnitts, in dem Nebengeräusche und Feedback bereits ganz leicht hörbar werden, was man auch am Frequenzspektrum schon gut erkennen kann. Und nun aktiviere ich das Spectral Repair Modul im sogenannten Attenuate Modus. Und dieser Modus funktioniert wie eine Art selektiver Gain Control, über den man Levels der ausgewählten Frequenzen entweder anheben oder eben absenken kann. Für dieses Beispiel wähle ich die Option Vertikal. Das heißt, RX verwendet die Frequenzen über und unter dem Feedback als Referenz zur Angleichung an das Geräuschniveau. Jetzt erweitere ich die Selektion noch etwas, um sicherzustellen, genügend unbeeinträchtigte Frequenzen als Referenz einzubeziehen. Nun brauche ich nur noch den Process-Button zu aktivieren und wir hören uns das Ergebnis an. In fact, I hope you're thriving. You know? But you know, in fact, I hope you're thriving. Das Feedback ist eliminiert, die Aufnahme ist wieder sauber und wir sehen uns im nächsten Video.